So, und dann hoffentlich mal wieder zu einem Aachen, was wir gewinnen, denn wir sind auf dieser Seite mit meinen Abonnenten oder Zuschauern. Wie dem auch sei, ich weiß das halt aber nicht so ganz genau und deswegen sage ich halt Abonnenten oder Zuschauer. Ja, dann würde ich doch sagen, upgrade ich einfach mal meinen W, das habe ich ja letztens so vermisst. Der hat ja so extrem lang gedauert bis Stufe 4. Und deswegen mache ich den einfach jetzt schon mal gleich so. 2 GP5-Items, Everest Blade of GP und Yi. Naja. Ob das was wird? Wir haben jedenfalls Yi, der extrem Late-Game-Champ ist. Die haben zwar einen Quinn wieder als Range-AD-Carry, wie es auch sein soll. Wäre ja sonst unfair, wenn die keinen Healer oder einen Range-AD-Carry haben. Dann ach so, die haben sogar unten Healer, ja. Die haben sogar einen Taric, aber der healt kaum was. Ja, Leona, AFK. Ist gerade da wieder, die kauft sich ein Jean zuerst, als erstes Item, dann irgendwann mal. Ja, haben die irgendwas zum Catchen? Haben sie eigentlich nicht. Und da ist Twisted. Nein, böser GP. Was macht man nicht? Der wollte fressen, der Warwick. Und ich habe ihn nicht getroffen. Schande über mich. Ja, da kommt schon die Quinn an. Ja, es hat Late Game Champion kennen, also. Und die haben das First Blood. Ja, Quinn macht einen Hit, aber sie kriegt kein Tower Agro. Ist so gut. Oh, Leute. Ja, also, solche Leute werden direkt ohne Umschweife reported von mir. Direkt im Game, ich muss telefonieren. Ich bin schon wieder viel zu gemein. Ich muss schon wieder viel zu viel schneiden. Egal, das gewinnen wir. Wir sind das Late Game Champ, wir sind das Late Game Team. Das kriegen wir schon hin. Brauchen halt alle nur Farm. Das Damage und unsichtbare Karten OP. Nein, bei uns leckt's nicht. Bei mir jedenfalls nicht. Aber ich sehe schon, wohin das führen wird. Zu Leuten, die lieben. Warum hast du sie nicht genommen, ne? Das nächste Mal der GP schon gestorben, ja. Guter GP. ...02 also. Respekt. Respekt, GP. Bravo, P. Er fliegt einfach überall in die Gebüsche rein, auch wenn man da nichts sieht. Wie sie Tower diven wollen? What the fuck? Ja, genau. Gönn dir den Kill, du Penner. Nichts tun, aber dann den Kill klauen, ey. Ohne Witz. Das ist lame. Wow. Und den nächsten Kill. Wuhu! Der hat alle 4 Kills bis jetzt genommen. What the fuck? Lass den anderen auch was, wenn du nur die ganze Zeit nur feedest und deine Stats mit Killschen hochhalten musst. Weniger schreiben, mehr spielen, bitte. Danke. Ich hab...
Das ist der Unterschied. Die Bronze-Leute sind nur am Schreiben und spielen nicht. Die konzentrieren sich nur auf diesen Drecks-Chat. Ich nehme den scheiß Feedback jetzt. Habt ihr Pech? Mensch, konzentriert euch doch mal auf das Spiel, Mensch. Dann wird das auch mal was. Much damage. Ich frage mich jetzt, warum die Leute stehen bleiben. Erstmal bleiben die stehen und tun nichts. Dann machen sie wieder nichts und bleiben stehen. Irgendwie merkwürdig. Irgendwie hat er was gegen mich. Tja, ich muss Level 14 kommen, dann habe ich glaube ich die Ulti Stufe 3 oder Level 15 war das, weiß ich gar nicht. Dann habe ich meine Ulti Stufe 3. Hätte man die vielleicht vorher mal fielen sollen. Fiddle, 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 fiddle. Filet-Sticks. Und dodgen wäre auch nicht schlecht. Nein, wir machen Go, wenn die einen Fehler machen. Wir machen hier gar nichts. Die diven uns dann, wenn sie gierig werden und fertig. Ich habe Zeit noch Lust zu schreiben. Jetzt hätte man perfekt reingehen können. Perfekt, diese? Aber okay, okay, okay. Es geht rein. Es geht nach rein. Double Kill auf mir. Ein Triple Kill. Das wäre sogar ein Quadra gewesen, hätte mir der eine den letzten Hit nicht weggenommen. Guck mal, lass uns execute. Es wäre langweilig, mich executen zu lassen. Das wäre echt langweilig. Das mache ich lieber nicht. Aber wir haben ein extrem starkes Team. Hat extrem viele Kombos. Ah, der Fiddle muss aufpassen. Er ultiert viel zu öffentlich. Ah, ich habe die Dings nicht gestunt. Die olle Zippe da hinten. Das Ulti. Oh man, die sind überhaupt gar nicht lucky. Na, ich bin auch gar nicht lucky, nö, nö, nö.
Krass, wie er schneller geworden ist durch die Karte. Die Karte hat er gezogen, der war auf einmal viel zu schnell. Ah, hey, gut. Das ist right, Logik. Alter. Das ist eine Full-Life-Quinn. Hm. Das ist natürlich nicht gut. Verpiss dich, Warwick, mit deinem Drecksgeheule. Wow, ich konnte mal weh ziehen. Triple Kill. Ne, doch nicht. Ist gar nicht der gewesen. Töte sie! Oh mein Gott, die, warum ist sie nicht hinterhergelaufen? Das war doof. Aber egal. War trotzdem gut. Aber doof. War gut und doof. Hätte locker hinterherlaufen können. Also vielleicht solltet ihr jetzt ein Stück weglaufen. Die Leona hat ihn nicht getroffen, obwohl er da stand. Er stand einfach nur da. Der stand da und der Twisted stand einfach da. Jo. Schade, dass ich mit meiner Ulti von nicht mehr geholt habe. Wäre nice gewesen. Piss dich. Oh ja, yeah. Cannon OP. Das sage ich ja immer wieder. Boah, jetzt habe ich den Bug mit dem... Oh, okay, ist weg. That's slow. Hat ihm so viel gebracht. Was du, du Lusche? Und GP sollte sich nicht so hart harassen machen. Ja, stehe ich nicht so drauf im Sterben. Tut mir leid. Bin ich nicht so bewandert mit. Ach scheiße, hätte meine Kuh getroffen, wäre er tot gewesen. Aber die hätte merkwürdigerweise nicht getroffen. Ach ja, die haben einen Healer. Ah ja. Nimm den anderen Minion nicht, den ich dann greife. Könnten fighten theoretisch, aber ich möchte nicht. Man könnte ja theoretisch auch mal abwarten, bis alle da sind, aber nein, die Leute rennen ja einfach nur rein. Ist ja auch eine sehr kluge Taktik. Einfach nur reinrennen. Alle einen nach dem anderen sterben, verpiss dich, Warwick. Da, Fiddle, kannst du mal lernen, irgendwelche Dinger zu nehmen, die nicht gerade angegriffen werden, als First Target. Dodgen kann nicht schaden. Ah, wäre die Quinn reingejumpt, dann wäre ich hinterher, aber Fiddle ist nicht da. Der schreibt bestimmt gerade, meine Ulti ist ready, wir können wieder rein. Und statt anstatt zu schreiben, Spielmann! Wegen solchen belanglosen Scheißdingern wie mein Makro. Das ist doch ungeheuerlich.
Jetzt zu fighten wäre dumm. Ich habe meine Ulti nicht. Pff. Die haben irgendwas gegen mich. Scheiße, jetzt haben wir einen Flash gewastet. Ach, ist das ärgerlich. Mein Gott! Mein Flash gewastet, nicht toll. Das regt mich schon wieder auf. Das regt mich selbst auf meine eigene Dummheit, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht machen, sondern dann selber das zu tun. Lol. Da waren auf einmal merkwürdige Sounds. Jetzt ist meine Ulti. Jetzt könnten wir fighten. Wir sollten nicht fighten, wenn meine Ulti nicht mehr dir ist. That's low. Ich will sie baiten. So viel zu baiten, Alter. Wie stark die sind, Mann. Allerdings haben sie alles für mich rausgehauen. Jeder Stun, jeder CC ist für mich rausgegangen. Finde ich okay. Das ist eine gute. Das ist ein guter Trade. Dafür. Der Ji hat nichts abbekommen. Jetzt greif an, Mensch, du hast noch hoffentlich Lifesteal. Ja, Sonjas werde ich mir instant gleich kaufen. Sobald ich das Geld dafür habe, ich glaube, ich hätte mir das Jungle-Item kaufen können. Ne, doch nicht, fehlt noch ein bisschen Gold. Total dumm von den Feinden, denn hier ist das Stärkste überhaupt im... Ja, okay, das war natürlich dumm. Ja. Ich habe meine Ulti immer noch. Damit werde ich jetzt reinschrappen. Wow, dieser Drecksanzeigefehler, ohne Mist. So speedy. Und Bubble ausgelöst. Ja, Warwick hat schon keine Bubble mehr. Und der wird einfach getötet dann da drin. Wie viel er sich noch treffen lassen. Nein, ich dachte, das wäre mein Fehler gewesen. Theoretisch müssten wir jetzt mit Ulti rein und fertig. Ey, warum machen die alle mir so viel Schaden? Wow, so clever. Ach ja. Wir werden nämlich ziemlich tanky. Langsam sollten wir vielleicht mal fighten und beenden. Ich denke, der hier macht so viel Damage. Das ist eigentlich völlig egal. Das True Damage ist ja eh OP. Ich muss einfach die ganze Zeit nur den Twisted Harrison, aber ich komme da nicht zu nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Und der schreibt schon wieder. Mein Gott, hört auf damit. Dann bringe ich den nächsten Tower down. Ah, er macht mir 1000 Schaden mit dem Dreck.
zu viel Magieresistenz. Haben wir zu wenig Adi oder was? Das war dumm. Das war so ziemlich das Dümmste, was du hättest tun können, du Bronze-Typ. Naja, das ist verloren wahrscheinlich. Der nächste Tod. Ja, die lassen sich jetzt alle auseinandernehmen. War ja klar. Das war ja so klar. Schön, danke wieder, Bronze mal, Noob. Wow. Easy Win wieder mal verloren. Dankeschön, Leute, dass ihr das immer so viel strong müsst. Danke. Also, da habe ich echt nichts gegen. Es ist ganz normal, dass ich abends immer throwe. Weil die wieder nur Healer haben, gewinnen die das die ganze Zeit. Jedes Mal kriegen die verdammte Healer. Wer das Healer-Team hat, hat gewonnen. Das ist so lächerlich, Mann. Kein Lifesteal. Warum sollte man sich Lifesteal kaufen auf einem Champion? Ist ja unnötig, wenn der AD ist und Auto-Hits macht. Könnte man ja sich Leben wiederholen, wenn man nicht dodgen kann. Was eigentlich so ziemlich jeder in diesem Spiel nicht kann. Bricht dein Heal ab. Zehn Sekunden schaffen wir nicht. Ging gerade mit dem Inhibitor down. Ihr braucht Leben, Leute. Ihr kriegt aber kein Leben wieder. Ich weiß ja nicht, woher ihr das Leben nehmen wollt. ...3200 Leben, ey. Ja, jetzt pushen sie. Ja, das war's. GG. Das hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Obwohl. Doch, sieht okay aus. Aber meine Ulti nicht, ist das Problem. Ey, Mann, wie viel Schaden der macht! Das ist lächerlich, Mann! Mein Gott, ey!
7 Sekunden bis sie. Go, Yee! Close. So close. More than close. Tja, hätte ich meine Ulti gehabt, hätten wir den Fight gewonnen, aber... Mussten ja unbedingt ohne fighten. Jetzt ver... Die geht da nicht vor, Mensch. Das macht ihm kaum Schaden. Ja, hier hätte sich vielleicht noch ein Zenjin holen sollen. Das ist die 12% von Lifesteal. Eine Hydra bringt nicht wirklich viel. Finde ich. Ein wichtiger muss nur noch rausgenommen werden von Warwick und dann haben wir verloren. Oder die müssen einfach nur den Nexus angreifen, was ja easy für die ist, weil die alle wegstehen. Ja, das ist GG. Da unten ist die Quinn, die wartet. Ja, GG. Wir hätten das so easy gewinnen können, aber irgendwann meinten die Leute einfach, nö, wir schreiben, bleiben AFK stehen. Ja, und verlieren das einfach mal. Ist ja so spaßig, einen Aram zu verlieren.